Das ist eigentlich nichts anderes als ein großer Scanner. Insofern ist es, glaube ich, eh besser, wenn wir den ein bisschen weiter wegstellen. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu The Crust in der Demo. Immer noch die Demo, meine lieben Freunde. Und ich habe mal offscreen ein bisschen gesuchtet tatsächlich, damit wir ein bisschen Progress machen, weil es ist immer noch ziemlich viel, was da noch auf uns wartet an neuen Sachen, die wir noch nicht gesehen haben. Unter anderem ja auch die Menschen, die noch kommen sollen. Ja, Räume und sowas alles zum Bauen. Und ich habe jetzt einfach mal die ganzen Verarbeitungsprozesse für das Metall, also für den Stahl, für Titan, für Silizium und für Beton, die habe ich jetzt einfach mal an die Oberfläche verlegt. Und ich habe das jetzt einfach mal hier so nebeneinander aufgestellt, so wie ich das schon am Ende der letzten Episode so ein bisschen geplant hatte. Da habe ich mich noch nicht so richtig rangetraut. Ich wollte das einfach mal für mich selber erstmal aufbauen, damit ich erstmal ein bisschen ausprobieren kann, testen kann, wie es so am besten funktioniert. Auch mal vor allem mit den Liften ein bisschen rumprobieren. Also es ist tatsächlich so, nochmal zu den Liften zur Erklärung. Das ist ja hier so ein Conveyor Elevator, also so ein Förderbandlift. Und er geht ja runter, ne, bis zu der Förderebene von den Minatoren so. Und es ist so, wenn man oben einen Behälter angeschlossen hat, der auch gefiltert ist, dann wird das, was im Lift ankommt, auf das Band, was an den Behälter angeschlossen ist, da wird nur das, was gefiltert ist, auf den Behälter, auf diesem Band ausgegeben. Es kann aber so sein, dass man das vielleicht in der falschen Reihenfolge gemacht hat. Ich glaube, wenn man zuerst irgendwie das Band anschließt oder wenn da schon Sachen drin sind im Lift und man schließt dann erst das Band an und macht dann hinterher erst die Filterung, da ist aber dann schon was auf dem Band, dann erkennt er die Filterung nicht. Das ist so ein bisschen so eine fiese Falle. Das habe ich nämlich auch schon feststellen müssen. Da war nämlich dann hier schon was auf dem Band drauf. Und dann habe ich erst zu spät den Filter eingestellt. Dann hat es nicht mehr funktioniert. Dann hat er den Filter nicht mehr erkannt. Da musste ich dann das ganze Band irgendwie nochmal abreißen und musste dann nochmal das Band bauen, nachdem der Filter schon an war irgendwie. Also das ist noch ein bisschen frickelig. Ich persönlich würde es eher bevorzugen tatsächlich. Und das ist jetzt so ein kritischer Vorschlag von meiner Seite aus, wenn man das nicht abhängig macht von dem Zielcontainer, sondern wenn man das tatsächlich hier direkt am jeweiligen Ein- und Ausgang einstellen könnte, dann würde ich mich persönlich wohler fühlen dabei, weil das mehr Kontrolle wäre einfach. Weil es kann ja sein, dass ich jetzt vielleicht zwei Sachen auf ein Band haben möchte, weil ich da hinten vielleicht dann nochmal irgendwie einen Splitter habe oder so. Ja, dann könnte ich da hinten mit dem Splitter das dann filtern, aber ich würde es halt trotzdem schon gerne hier einstellen direkt, wenn ihr versteht. Also ich weiß nicht, irgendwie, das ist halt auch irgendwie in mir drin, Gameplay. Wie seht ihr das? Das könnt ihr mir übrigens gerne schreiben. Wenn ihr das übrigens feiert, dass wir hier die Demo von The Crust immer noch spielen, dann könnt ihr übrigens auch gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das alles seht. Und ihr könnt auch gerne mal in die Playlist reinschauen, die jetzt auch schon mittlerweile wieder recht umfangreich ist. Gott, wir haben glaube ich schon wieder 10 Folgen oder so mindestens. Ist aber am Anfang des Videos rechts um eine Ecke verlinkt oder am Ende. Genau, also ich habe jetzt halt, wie gesagt, hier für jeden Lift immer entsprechend den Output geregelt mit einem Pufferbehälter noch dazwischen, weil es kann nämlich durchaus sein, dass die Output-Behälter von den Produkten, dass die irgendwann auch einfach volllaufen, wenn wir zum Beispiel keine Exporte davon machen oder so, oder wenn einfach zu viel über die Zeit angesammelt ist, dass es dann vorläuft und damit die Ressourcen noch weiter gefördert werden und das dann nicht einfach anhält, habe ich hier hinten nochmal Pufferbehälter aufgebaut. Die werden halt wirklich nur dann gebraucht, wenn die Produktionsanlagen vollgelaufen sind. Ja, die haben ja auch nochmal einen internen Puffer tatsächlich, das darf man auch nicht vergessen. Also hier zum Beispiel, seht ihr, beim Titan hat jede Anlage nochmal 240, Quatsch, Aluminium ist das ja. Egal, es ist immer dasselbe eigentlich. Hat er immer nochmal jede Anlage nochmal einen Puffer, damit das nicht zu sehr aufschreiben, damit da noch ein bisschen Reserven sind sozusagen. Das ist eigentlich auch gut. Also man braucht die Pufferbehälter jetzt nicht unbedingt, aber wie ihr sagt, ist auch gar nicht schlecht, um einzustellen, hey,
da soll halt das und das über dieses Band kommen. Da kann man das halt vordefinieren sozusagen, ja. Also man braucht sie nicht unbedingt wegen dem Puffer, aber vielleicht eher wegen dem Voreinstellen, damit das Band auch das richtige Material transportiert, so rum, vom Lift aus. Ist leider ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen umständlich, muss man ein bisschen dran denken. Genau, so, dann haben wir hier, wie gesagt, die Zementproduktion, wir haben hier Silizium, das läuft auch alles soweit. Manchmal kommt nicht ganz genug rein an Erzen. Ich habe parallel auch weiter geforscht noch, also ich habe, was habe ich alles erforscht? Ich habe vor allem die Upgrades für die Gerätschaften erforscht, hier unter Engineering, ja, das habe ich ja alles mal gemacht hier. Regolith-Raffinerie-Upgrades habe ich erforscht, die verbesserte Regolith-Förderung habe ich erforscht. Ich habe bei Social vieles erforscht, ja, hier das mit dem Scanning Aluminium, das mit dem ganzen Farming-Kram hier, das habe ich noch nicht erforscht mit der Oxygen-Technologie. Das müssen wir tatsächlich mal einreihen, glaube ich. Oh, war das schon eingereiht? Oh, ups, jetzt habe ich es rausgenommen. Ich habe jetzt nicht den Progress gelöscht. Das wäre jetzt blöd. Egal. Ich bin schon wieder wild am Rumklicken. Das ist herrlich. Egal. Genau, das haben wir jetzt sogar schon vollständig. Da gibt es auch gar nichts mehr zu erforschen, jetzt wie wir sehen können. Dann haben wir hier drüben noch ein paar Sachen offen, zum Beispiel hier die Nitinol Wheels, da werden die Fahrzeuge ein bisschen schneller. Ich habe das Geld, was ich aus Verträgen bekommen habe, beziehungsweise ich habe auch einfach mal hier über den Marktplatz Dinge verkauft und habe dann, hier bei Sell kann man ja alles Mögliche, was man selber produziert, auch verkaufen. Da braucht man keinen Handelsauftrag dafür, weil die Aufträge sind ja oft zeitlich limitiert auch und das ist oft nicht so praktisch, weil man muss ja halt dafür sorgen, dass man auch das Material schnell genug verlädt. Und das ist ja bei manchen Aufträgen nicht möglich, wenn man nicht irgendwie schon, weiß nicht, 500 Drohnen hat, geht das ja gar nicht. Ich meine, ich kann ja nicht in 25 Tagen 1000 Einheiten Zement verladen, es geht halt einfach nicht. Das ist meine Infrastruktur einfach nicht da dafür und meine Bots sind einfach zu langsam. Insofern, ja, habe ich erstmal das hier gemacht über Markt, habe ein bisschen was verkauft und habe von dem Geld, was ich dann verdient habe, habe ich mir weitere Bots gekauft, ja. Oh, die sind auch gerade günstig. Da könnte man eigentlich gleich nochmal einen kaufen. Die sind gerade unter 50.000. Das ist eigentlich ganz gut. Lass das gleich mal machen. Gleich mal noch einen kaufen. Genau, habe ich immer schön investiert, das Geld. Und jetzt habe ich auch mehr Bots und damit natürlich auch schnellere Wege sozusagen. Also meine Materialien, wenn irgendwas jetzt angeliefert werden muss oder so, das wird dann schneller von A nach B transportiert. Bauaufträge werden schneller erledigt und das ist, glaube ich, schon erstmal ein ganz wichtiger Hebel. Und dadurch, dass die meisten Anlagen ja jetzt auch über Förderbänder angeschlossen sind und das alles vernünftig logistisch versorgt ist miteinander, sollte das jetzt auch alles schneller gehen insgesamt. Ich habe außerdem auch, ihr seht es, die Stufe 1 Solarpaneele, okay, bis auf das eine da, Moment, das ist ein Ladegerät für die Drohne, genau, habe ich weggemacht und habe die ersetzt durch die Stufe 2 Solarpaneele, genauso auch die Batterien, die habe ich auch alle ersetzt durch Stufe 2, einfach weil die besser sind, braucht weniger Wartung bei derselben oder bei einer deutlich größeren Menge an Speicherkapazität. Eine Stufe 2 Batterie, ein Large Accumulator, speichert so viel wie 5 kleine, das heißt, ja, ist schon eine deutliche Effizienzsteigerung einfach, muss man einfach sagen. Und die Wartung ist praktisch dieselbe. Also das ist genau das Gleiche, das heißt, man spart sich enorm viel Wartung, enorm viel Zeug und habe ich einfach mal jetzt gemacht. War auch mir ein Anliegen, genau. Und ansonsten, ja, haben wir jetzt halt Forschung gemacht und jetzt ist halt die Aufgabe, wir müssen unbedingt die Mikrochips jetzt herstellen. Wir haben nur noch 4 Stück und die wird gebraucht, die Mikrochips, die werden permanent gebraucht für die Wartung der Bauteilefabrik, der Maschinenteile, der Komponentenfabrik, braucht ständig Mikrochips. Müssen wir also mal jetzt langsam mal machen. Was brauchen wir für Mikrochips? Wir brauchen zum einen, die seltenen Erden. Das ist das, was wir als erstes brauchen. Ich meine hier, das Silizium brauchen wir noch sonst noch. Deswegen hatte ich jetzt hier schon mal den Output-Behälter für die Mikrochips aufgebaut. Wir werden das irgendwo hier in diesem Dunstkreis mal machen. Und wir brauchen noch die seltenen Erden. So, wie kriegen wir seltene Erden? Erstmal haben wir ja schon einen Riesenbatzen seltene Erden. Die können wir erstmal schon verwenden, um entsprechend die Produktion schon mal anlaufen zu lassen von dem Mikrochips, aber wir müssen ja dann auch dafür sorgen, dass wir neue bekommen und in dem Zusammenhang nochmal ein ganz wichtiger Hinweis zu den Ressourcen allgemein, da wurde ich gerade eben auch nochmal drauf aufmerksam gemacht. Es ist in The Crust so, dass man hier auch keine Ressourcen mehr haben kann irgendwann, also die Ressourcen sind endlich, die verbrauchen sich über die Zeit, das bedeutet, gerade bei den Rare Earths, da ist es relativ offensichtlich, denn die kommen ja nur vor in diesen Wand Segmenten, wo das so ein bisschen farbig ist hier, ja, wo so ein bisschen das so bunt aussieht. Als wenn da einer Farbe an die Wand gespritzt hat, das sind seltene Erden.
Und das ist das, was dann hier so rumliegt. Das sind rohe seltene Erden. Ja? Also das ist dieses komische, bunte Erz da. Und das muss man verarbeiten zu diesen seltenen Erden. In dieser seltenen Erden-Raffinerie sozusagen. Und ja, das ist halt endlich. Das, wenn ich alle von diesen Wänden weggemacht habe, dann habe ich irgendwann keine seltenen Erden mehr. Dann ist das vorbei. Aber auch die Materialien, die ich aus den Erzquellen entnehmen kann, das ist auch endlich. Wir sehen nämlich ganz unten, wenn wir uns mal hier diese Liste angucken, ja, das sind ja die Prozente, wie viel Anteil von einem Erz in dieser Quelle stecken. Und wir sehen ganz unten steht 30.590 Einheiten insgesamt. So, das heißt, wenn diese 30.590 abgelaufen sind, dann war es das. Und das ist ganz gut, dass das nochmal gesagt wurde, denn das habe ich gar nicht auf dem Zettel gehabt. Wir haben hier schon, bei der Eisenquelle hier, haben wir schon die Hälfte verbraucht. Da sind wir schon nur noch bei 14.218. Und ganz bitter sieht es aus beim Titan. Da sieht man die Quelle nämlich auch schon gar nicht mehr. Die ist schon fast komplett weggezuzelt. Da sind nämlich nur noch 1877 Einheiten drinne. Das ist schon ganz schön übel, ja. Also, da müssen wir zusehen, weil ohne Titan wird das natürlich ja auch ziemlich schwierig. Gut sieht's aus beim Aluminium, die habe ich ja jetzt gerade erst in Beschlag genommen. Da sind es noch 8661 Einheiten. Und beim Silizium, da können wir auch gleich nochmal gucken, da sind es immerhin noch, ja, auch nur noch 3606. Also das heißt, da müssen wir dann Gas geben demnächst, aber ich meine, gut, da braucht man halt mehr Förderbänder, die länger sind einfach. Müssen wir halt entsprechend dann auch Geld haben, um diese Förderbänder zu bauen, denn die kosten ja Geld. Wenn man dann in dem Moment feststellt, oh, meine Quellen gehen leer, ich muss jetzt von weiter weg die Materialien ranschaffen und ich muss jetzt Förderbänder bauen, die ewig lang sind, habe aber kein Geld dafür, ja, das ist dann schlecht, ja. Das bei so einem Förderband, was sehr lang ist, gerade die Stufe 2, ja, die können ziemlich teuer sein tatsächlich. Sieht man auf den ersten Blick nicht, aber ist tatsächlich so, ja. Muss man ein bisschen mit einkalkulieren sozusagen. So, das ist aber erstmal egal. Wir haben jetzt erstmal noch genug Material. Wir machen jetzt mal die Verarbeitung für die Mikrochips. Das ist jetzt mal ganz wichtig, dass wir das machen. Und dann kümmern wir uns hier mal um die Aufgaben. Wir müssen ja auch noch das Cargo-Terminal reparieren, den Repeater bauen. Stimmt, den haben wir auch erforscht. Das können wir eigentlich auch gleich mal machen direkt, wenn ich da jetzt so drüber sinniere. Der Repeater, okay, da brauchen wir auch Mikrochips. Okay, streicht, was ich gerade gesagt habe, den bauen wir gleich, nachdem wir die Mikrochip-Produktion gebaut haben. Also, Mikrochips, Circuit, Mikrocircuit. Fabrik. So, wir sehen, von rechts kommen die Siliziumanteile, von links kommen die seltenen Erden. Dann würde ich sagen, also ich wollte das eigentlich hier so ein bisschen so entlang dieser Schiene hier mal machen. Lass das mal vielleicht hier so hinbauen. Oder direkt hier so. Dann können wir nämlich von hier schon mal die Teile reinmachen hier. Geh mal hier zurück, genau. Dann können wir von hier schon mal das reinfüllen jetzt. Build all. Also da haben wir nämlich hier schon mal das angeschlossen. Das ist ganz wichtig. Und dann hier am besten schon mal ein Förderband rein in den Behälter. So, und jetzt brauchen wir noch einen Zugang für die seltenen Erden. Die werden ja erstmal sowieso von meinen Drohnen reingepackt, schätze ich mal, am Anfang. Müssen wir natürlich dann auch einstellen, dass sie das können. Das müssen wir dann hier mit diesen Pfeilen machen. Genau, aber nochmal was dazu. Genau, das habe ich auch festgestellt, als ich hier diese Anlagen neu aufgebaut habe. Es ist teilweise schon wichtig, dass man das ein bisschen reguliert, bei welchen Containern die Drohnen auch in der Lage sein sollen, Dinge rein zu befördern. Weil es ist ja zum Beispiel oft so, wenn man seine Förderbänder umbaut oder wenn man unten viel abreißt, weil man Sachen nach oben verlegt und so. Das ganze Zeug, was in den Behältern ist, die man zum Beispiel abreißt, das liegt dann einfach als Haufen rum. Und das muss ja wieder dann in einen anderen Behälter transportiert werden. Wenn man jetzt zum Beispiel den Behälter für Beton unten abreißt und oben neu aufbaut, dann muss das ja alles da hoch transportiert werden. Und das muss man natürlich dann auch erstmal zulassen, dass die Drohnen das auch machen können. Das heißt, man muss dann entsprechend hier den Schalter aktivieren. Man muss dann natürlich auch überlegen, ist das überhaupt der Behälter, wo die Drohnen das dann reinpacken sollen? Oder soll dieser Behälter eher frei bleiben für die Produktion, für den Output, der hier produziert wird? Und soll nicht der Überschuss, der unten rumliegt, lieber woanders reingepackt werden? Zum Beispiel näher am Landepad und sowas. Da muss man dann entsprechend hier das anmachen und dann an der anderen Stelle ausmachen. Also man muss ein bisschen da gucken, ja. Man kann das blockieren. Das ist ganz wichtig. Das wusste ich auch am Anfang nicht direkt, dass man das machen kann. Und was auch sehr wichtig ist, wenn man überall an alle Ein- und Ausgänge Förderbänder angeschlossen hat,
dann sind die komplett blockiert für die Drohne. Da wird das automatisch ausgeschaltet alles. Da muss man das dann manuell wieder zuschalten tatsächlich, ja. Das ist ganz wichtig, sonst holt da keine Drohne irgendwas ab. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Genau. Ah, hier brauchen wir noch Stromo. Genau, das habe ich jetzt vergessen, weil ich im Erklärfluss bin. Ich bin voll im Redeschwall gerade. Aber so ist das, genau. So, wir ziehen das jetzt einfach erstmal hier hin und lassen das da mal anschließen. Genau, müssen wir hier was auswählen irgendwie? Nee, genau. Also wir sehen, wir haben schon seltene Erden drin. Das hier ist jetzt auch alles drin. Und dann müsste es eigentlich, wenn der Strom fließt, müsste eigentlich das gleich losgehen hier. 16 Mikrochips kommen dabei raus, das ist schon mal gut, aber wir sehen, wir brauchen ganz schön viele seltene Erden, um einen Produktionsdurchlauf zu machen. Da werden unsere seltenen Erden ganz schön schnell verbraucht, deswegen sollten wir unten jetzt auch ganz schnell mal eine seltene Erdenraffinerie aufbauen. Und da brauchen wir dann entsprechend diese Anlage hier, Rare Earth Elements Processor. Und den bauen wir jetzt einfach mal hier hin. Wir machen jetzt mal hier nochmal ganz kurz ein bisschen Platz, würde ich sagen. Denn das machen wir jetzt hier, wo dieser eine Lift hier jetzt noch ist, machen wir das jetzt noch. Und dann können wir die seltenen Erden hier nämlich direkt über den Lift mit nach oben transportieren. Müssen wir dann nur entsprechend anschließen. Dieser Lift transportiert zum aktuellen Zeitpunkt nur das Aluminium, meine ich. Genau, das war hier für die Aluminiumproduktion, wenn mich nicht alles täuscht. Hier genau, das müssen wir dann einfach hier mit dem Lift außenrum und müssen dann irgendwie schauen, dass wir... ja, mit den seltenen Erden dann irgendwie hier reinkommen. Das können wir eigentlich auch schon mal einstellen, weil wir wissen ja, meine lieben Freunde, es muss ja gefiltert werden, es muss ja vorgefiltert werden. Und das heißt, wir machen jetzt einfach mal hier an der Stelle, ja, vielleicht ein bisschen mit dem Abstand, sodass wir in der Verlängerung von dieser Linie das machen, würde ich sagen. Weil wir müssen noch Platz lassen für Lifte und sowas. Machen wir das mal hier hin so und dann sagen wir da schon mal, ach nee, Moment, das ist der falsche, Sekunde, das ist der falsche, ich musste, wir müssen ja für das Endprodukt, genau, das ist ja, die seltenen Erden, wenn die verarbeitet sind, sind die schon ein Endprodukt, deswegen, das ist kein Erz mehr. Stimmt, da muss man ein bisschen auf den Zettel, weil hier, das wollen wir ja haben, Rare Earth Elements. Genau, Research Complete, keine Ahnung, was jetzt erforscht wurde, Cargo Pod ist ready for unloading, da hat er wieder so oft gequatscht, dass er vergessen hat, die Drohne zu entladen, die er gerade erst gekauft hat. Unglaublich. Aber ihr seht schon, es ist auch schon ein ganz schönes Multitouching-Spiel, definitiv. Ja, muss man einfach auch mal sagen. Das ist der absolute Wahnsinn. Du hast ja die Upgrades erforscht, aber hast du sie auch an den Maschinen installiert eingekauft? Nein, das habe ich noch nicht gemacht. Erstens, weil ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob ich die Anordnung mit den Raffinerien unten so lasse, weil die Quellen ja jetzt auch demnächst... zumindest eine, wissen wir ja schon, dass die jetzt eher leer laufen könnte demnächst. Und deswegen werde ich jetzt nicht noch mehr Upgrades da reinstecken. Das mache ich dann, wenn ich neue Extraktoren und neue Raffinerien aufbaue. Ich habe aber, ich glaube, bei einer Raffinerie, jetzt keinen Quatsch erzählen, bei einer habe ich, glaube ich, bei der hier habe ich, glaube ich, ein Upgrade gemacht. Ja genau, das erste Upgrade habe ich hier gemacht. Das erste, aber ich könnte jetzt natürlich noch das zweite machen. Kostet natürlich auch 70.000, muss man natürlich berücksichtigen. Da sollte man vielleicht nochmal ein bisschen Geld vorher verdienen, tatsächlich. Aber ja, damit würde man den Output von den Erzen hier natürlich nochmal steigern, ja, das ist richtig. Brauchen wir jetzt aber auch erstmal nicht. Die Produktionsmengen sind so, wie sie sind, jetzt erstmal hoch genug von den Sachen, die wir da bekommen. So, jetzt müssen wir schauen. Jetzt laden die Drohnen hier natürlich schon die seltenen Erden rein, was ja eigentlich gar nicht verkehrt ist. Das können sie ja eigentlich machen. Jetzt müssen wir nur schon mal hier oben den Anananschluss schon mal anschließen. Ah ja, das ging ja nicht, stimmt. Da müssen wir außen rum gehen. Ja, okay. Da müssen wir außen rum gehen, weil es ist sonst zu breit hier. Warte mal, Cancel. Dann gehen wir hier außen rum einfach. Genau, dann ist das jetzt hier die Grenze von den Anlagen einfach. Da müssen wir sie, wenn wir sie erweitern, dann hier in die Richtung erweitern oder vielleicht gleich direkt nochmal einen Dreierblock woanders hinsetzen, ja. Das ist immer so ein bisschen so eine Sache, das muss man ein bisschen abkalkulieren, sage ich mal. Nee, so, jetzt müssen wir hier natürlich aufpassen. Wir brauchen hier natürlich jetzt auch einen Zugang. Ja, okay, ich sehe schon. Es wird da jetzt nicht so einfach hier mit den seltenen Erden. Ich sag's euch. Das ist alles nicht so einfach. Aber deswegen habe ich mir diese Herausforderung auch fürs Video aufgehoben tatsächlich. Und nicht offscreen gemacht, weil ich mir schon dachte, dass das wahrscheinlich lustig wird. So, können wir jetzt hier eine Abzweigung hier rüber machen? Ja, okay, das geht schon mal. Alles klar. Build all. So, da müsste das doch jetzt eigentlich... Ja, guck mal, da kommen sie. Da kommen die seltenen Erden und werden jetzt hier reingefrickelt, automatisch. Das ist schon mal gut. Und die Drohnen können das jetzt hier reinpacken. So, jetzt müssen wir allerdings noch dafür sorgen, dass die seltenen Erden auch von hier entsprechend dann
hier reinkommen. So, da müssen wir jetzt auch wieder mit Tunneln arbeiten. Ich mache mal zuerst die Tunnel am besten. Ja, genau. Weißt du, da brauche ich nämlich hier nicht noch einen dazwischen setzen. Da machen wir es so. Ganz ausgezeichnet. Und dann machen wir von hier hinten, ziehen wir das Ganze dann, ja, ja, zieht das einfach da vorbei. Und dann da rein. Hervorragend. So. Dann kommen da jetzt hoffentlich auch nur die seltenen Erden raus. Das heißt, das Aluminiumerz, was jetzt hier rüber geht, das dürfte jetzt hier nicht drauf sein. Und ich glaube, wir sehen das auch schon. Genau, das kommt hier nicht mit drauf, das kommt nur hier drauf. Und hier ist schon reserviert jetzt für seltene Erden an der Stelle. So, das heißt, wir müssen jetzt die Refinery bauen. Ist es jetzt hier schon weggeschnitzelt worden? Ja, so halbwegs. Ich glaube, hier müsste der Platz schon aus sein. Die seltene Erdenraffinerie ist halt ziemlich riesig. Das ist so ein bisschen das Problem. Aber ja, müssen wir halt mit leben. Guck mal, die hat auch... Ah, guck mal, die hat da noch einen Eingang für... Braucht die auch dieses, diesen Abraum da? Es sieht ja fast so aus, ne? Als bräuchte die den auch. Müssen wir mal gucken. Ich muss das Ding mal aufbauen. Ich muss das mal abchecken. Ich weiß es nicht genau. Ich habe das noch nicht probiert jetzt. Kann sein, wenn wir da seltene Erden produzieren wollen, dass wir diesen Abraum da auch brauchen. Das wäre natürlich etwas ungünstig. So, dann mach doch gleich mal da ein förderndes Band für die seltenen Erden da rein, genau. So, und hinten bräuchte man dann noch einen Behälter für dieses bunte, bunte Erz, für dieses Smarty-Erz da. You can't build here. Doch, kann ich gleich, wenn da der Klotz weg ist. Genau, hervorragend. So, dann machen wir das nämlich hier, siehst du? Dann können die das nämlich da auch hinliefern. So, zackelt die Bab. Hervorragend. So, und die bauen jetzt hier den Verarbeiter auf, die Drohnen. Sehr gut. Nice, nice. Auf YouTube kam das mit den Upgrades noch nicht. Und ich habe es irgendwann später gecheckt, dass das Upgrade nicht passiv ist. Ja, das auf YouTube bin ich natürlich nicht so schnell wie im Livestream. Und umgekehrt, wenn ihr auf YouTube die Videos schaut, kann ich an der Stelle schon mal die Zukunftsmenschen grüßen. Dann bin ich sehr wahrscheinlich schon viel weiter. Das ist leider immer so ein bisschen das Problem bei YouTube-Episoden. Die denken auch immer, YouTube wäre Realtime. Also wenn ihr Tipps schreibt auf YouTube, dann bitte berücksichtigen, wenn ihr die gegeben habt, dann vergehen erstmal so, ja, auf jeden Fall so eine Woche wahrscheinlich. Weil hier habe ich schon echt viel im Voraus aufgenommen. Eine Woche mindestens, bevor ich drauf eingehen kann. Ja, also die Episoden, die dann in der Woche drauf kommen oder bis zu der nächsten Woche, die sind dann schon ohne den Tipp. Ja, also da kann ich leider nicht drauf eingehen, geht leider nicht. Aber trotzdem, Tipps geben ist wichtig, weil irgendwann kann ich es dann verarbeiten, was ihr gesagt habt, und dann ist die Freude umso größer. Genau, was lange währt, wird gut, kann ich da nur sagen. Genau, jetzt sehen wir, jetzt wird hier der Behälter auch aufgebaut. 1 bis 2 Wochen später, genau. Es kommt aber auch immer ein bisschen drauf an, wie sehr ich so ein Spiel suchte, ja. Wenn ich so ein Spiel richtig hart suchte, dann nehme ich natürlich auch mehr auf. Das führt natürlich dazu, dass der Vorlauf noch länger nach hinten raus ist, weil ich natürlich mehr Episoden aufgenommen habe. Das ist immer ein bisschen schwierig. So, wir sehen, wir haben die seltene Erdenraffinerie. Und wie ist das jetzt? Wir müssen jetzt... Ah, nee, okay. Das kommt da raus. Das Zeug, der Slag halt, ne? Weil das ist nämlich komisch. Hier war nämlich auf der anderen Seite war nämlich ein Eingang für Slag. Deswegen war ich gerade etwas verwirrt. Aber okay, dann ist das hier der Ausgang. Warte mal, wir haben doch hier einen Slag-Ausgang. Jetzt muss ich nochmal schnell gucken, wo ist jetzt hier der... Das ist hier, glaube ich, der Slag. Weil dann können wir das Zeug nämlich gleich mit hier drauf packen. Ja, das ist Slag, genau. Das geht hier über dieses Band. Geht hier rauf, also Abraum quasi, ja. Oder wie sagt man auf Deutsch, Schlacke? Ist das dann Schlacke? Slag? Ich glaube ja, Slag ist Schlacke oder Abraum oder sowas. Halt, halt Abfall eigentlich. Das, was übrig bleibt. Der Überrest quasi. So genau, das müsste jetzt eigentlich laufen. Wir sehen, es läuft. Wir produzieren seltene Erden, hervorragend. So, und die müssten jetzt eigentlich auch, wenn sie über das Band halt nach oben gehen, auch nur... über, genau, laufen auch nur über dieses Band. Hervorragend, haben wir richtig gemacht. Habe ich das nochmal gezeigt, was ich gerade am Anfang erklärt habe mit der Filterung, ne? So, das bedeutet jetzt auch, dass wir ein bisschen mehr von diesem Slag, von diesem Schlacke oder Abraum bekommen. Und damit können wir auch wieder ein bisschen mehr Zement produzieren, weil Schlacke wird momentan hier zu Zement verarbeitet, nicht schlecht. Schlacke oder Abraum halt, oder irgendein Abfallprodukt halt, ne? Es ist halt Material, was nicht gebraucht wird, irgendwie, was übrig bleibt. Wir haben jetzt schon 10 Mikrochips. Wir waren vorher bei 4. Der Wahnsinn.
Repeater soll man bauen. Genau, der Repeater, das ist bei Logistik. Und das Ding hat man ja erforscht. Da hatte ich mich ja beim letzten Mal noch hier fragbar, wo ich das finden kann. Und wir sehen, alter Schwede, das ist mal ein ordentlicher Oschi, ey. Hat auch ordentlich Stromverbrauch. Da müssen wir vielleicht nochmal das ein oder andere Solarpanel aufbauen. Und vielleicht nochmal vorher die ein oder andere Batterie, weil ich glaube, das könnte sonst von der Strommenge her, wenn der jetzt permanent immer läuft, auch nachts, könnte das sonst ein bisschen problematisch sein. Und ich meine, wir haben ja hier noch die Möglichkeit, bisschen was nachzulegen noch. Ist sicherlich nicht verkehrt. Ich meine, wir sind gerade bei 100% Akkuladung und der Tag ist noch nicht ganz vorbei, aber besser ist es immer, wenn man noch mal ein bisschen Reserve nachlegt, nicht wahr? Was ist eigentlich auch mit diesem Starfish-Kontrakt? Warte mal, da müssen wir auch mal gucken. Starfish-Kontrakt ist. Ah, da müssen wir das Zeug hier machen. Das sind die Nanoröhren. Ja, die haben wir noch nicht in der Produktion. Da müssen wir mal gucken, wie wir die machen. Nanoröhren, was ist denn das für eine Produktion? Können wir die überhaupt in so einer anderen. Manche Sachen kann man, glaube ich, auch nur in einem Innenraum machen. Und da müssen wir dann mal zusehen, dass wir mal einen Innenraum aufbauen noch. So, Repeater, bauen wir den jetzt einfach hier daneben? Muss der irgendwie einen Anschluss oder so haben oder so? Ich sehe da keine Ein- und Ausgänge. Ich weiß halt nicht, will mir damit jetzt nicht irgendwie was zubauen. Werden wir ja sehen, ob man da irgendwas hinliefern muss oder so. Aber ich glaube, das ist eigentlich nichts anderes als ein großer Scanner. Insofern ist es, glaube ich, eh besser, wenn wir den ein bisschen weiter wegstellen. Sieht aber ganz süß aus eigentlich. Die Materialien, die wir dafür brauchen, haben wir ja alle. In rauesten Mengen. Dauert wahrscheinlich ein bisschen, bis die Drohnen das dahin geschafft haben. Aber ansonsten sieht das, glaube ich, ganz gut aus. Das Geld geht ein bisschen runter. Wir waren noch bei 87.000 durch die Förderbänder und so sind wir jetzt nur noch bei 47.000. Ich sage ja, meine lieben Freunde, das muss man auf dem Zettel behalten. Ich würde sagen, ja, jetzt einen Auftrag annehmen, wenn wir jetzt das Bauprojekt da haben, ist ein bisschen schwierig auch tatsächlich. Es sei denn, wir nehmen einen an, der kein Limit hat, kein Zeitlimit. Das könnte funktionieren. Es gibt ja durchaus welche, die auch kein Zeitlimit haben. Und man hat ja doch eine recht große Auswahl. Oder wir nehmen irgendwas, was recht homöopathische Dosen hat und einen relativ lang gestreckten Zeithorizont. Commercial Contracts haben wir hier. Was sind das eigentlich für Dinger? Irgendwelche Tuben? Das sind keine Nanoröhren, glaube ich. Schwer zu sagen. Hier haben wir 70 Tage Zeit für 250 Einheiten Stahl. 100. Ja, gut, die Titanstangen sind aber ein bisschen ein Problem. Bauteile sind, glaube ich, gar nicht so ein großes Problem. Aber die Titanstangen habe ich festgestellt. Da reicht unser Output noch nicht so ganz. Ja, für die Environmentalisten könnte man natürlich auch mal was machen, ne? Ich meine, da wird man immerhin grüne Forschung kriegen und 20.000. 500 Dinger hier sind jetzt auch nicht so schwer zu bekommen. Wie viel haben wir denn schon auf Lager? Okay, 300. Na gut, das ist ein bisschen mager. Aber wir brauchen ja auch gerade hier ganz viel Zeug für den Bau. Ich glaube, ich warte vielleicht doch erstmal, bis der Bau fertig ist. Ansonsten könnte ich halt, wie gesagt, auch über den Marktplatz könnte ich auch Sachen verkaufen, die ich jetzt im Überschuss habe. Da muss man natürlich gucken. Die Preise schwanken halt auch. Man sollte es natürlich idealerweise dann verkaufen, wenn der Preis hoch ist. Hier haben wir zum Beispiel gerade eine Nachfrage nach Aluminium. Der Preis scheint gerade sehr gut zu sein. Da würde ich doch mal sagen, machen wir doch mal 100 Einheiten und verkaufen die einfach, kriegen wir 20.000 rein. Ist doch mal eine schöne Sache. Würde ich sagen, gibt es auch kein Zeitlimit. Und 100 Aluminium, das können wir uns erlauben. Unsere Aluminiumquelle ist auch noch die, die am reichhaltigsten ist von allen, weil ich die am zuletzt halt erst gebaut habe. Als ich Offscreen gespielt habe ich die gebaut. Und da sind irgendwie noch, da ist eigentlich auch fast das Maximum drin. Bei den anderen Quellen ist es schon ein bisschen am Zurückgehen langsam. Da müssen wir, wie gesagt, aufpassen. Habe ich ja gerade schon gezeigt. Da müssen wir schauen, genau. Lassen wir das mal reinladen. Nicht, dass wir hier am Ende irgendwie dringend Förderbänder bauen müssen, die ewig lang sind und dann kein Geld mehr haben. Dann tritt nämlich genau das ein, was ich am Anfang schon erwähnt hatte. So, die Batterie ist jetzt gebaut, aber die ist leider nicht mehr voll geworden. Ist aber gut, eigentlich egal. Müssen wir mal zusehen jetzt. Mir ist es schon passiert, dass manchmal sich die Drohnen hier am Rand von der Landeplattform verbacken. Und ich habe festgestellt, die fahren dann immer hier so hin und her und können das, was sie liefern wollen, nicht abliefern. Die fahren immer von einer Fläche hier zur nächsten und fahren immer nur hin und her. Das passiert ab und zu mal. Da reicht es schon, wenn man das Spiel tatsächlich pausiert und wieder laufen lässt, dann entbacken sie sich tatsächlich wieder. Fragt mich nicht warum, ja, aber das ist so. Habe ich festgestellt, als ich hier offscreen gespielt habe, dass das ab und zu mal passiert tatsächlich. Bedenke, dass die 1000 Credits für den Transport ebenfalls drin sein müssen. Stimmt, ja genau. Man muss das Fahrzeug auch bezahlen, das stimmt.
Aber ich denke mal, wenn du runter bist auf 1000, dann ist eh schon zu spät, ja. Also, und wir haben jetzt das Geld direkt bekommen. Sehr schön, haben wir wieder ein bisschen mehr Puffer, nicht wahr? Ist, glaube ich, nicht verkehrt. Und ich meine, Aluminium, wie gesagt, wird ja eh parallel produziert. Permanent quasi. Sieht ja eigentlich gut aus. Ich meine, ja, jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, könnte man natürlich noch die Effizienzsteigerung der Raffinerie machen. Aber das, wie gesagt, das kostet halt 70.000. Da muss man eigentlich sich auch sicher sein, finde ich, dass man das Gebäude, wo man diese 70.000 reinballert, dass man das auch weiterhin benutzen möchte. Weil ich habe nämlich auch eine Sache bei den Raffinerien festgestellt. Also wir haben jetzt hier schon, ihr seht es ja, wie sich die Regolithblöcke hier stauen auf den Förderbändern. Wir haben jetzt hier schon das Maximum an Geschwindigkeit für diese Befüllung von der Raffinerie. Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt die zweite Stufe mache, ob dann nicht vielleicht sogar eher das Band zu langsam ist. Das ist so ein bisschen das Problem daran. Aber wahrscheinlich wird das, wenn ich das jetzt richtig einschätze, müsste das gerade so passen eigentlich. Weil man sieht ja, die Bänder laufen jetzt ja auch voll eigentlich. Das heißt, die sind. Es ist nicht das Band, was limitiert, es ist eher der die Verarbeitungsgeschwindigkeit der Anlage, die jetzt limitiert. Und deswegen, da müssen wir, glaube ich, ein bisschen das auf dem Zettel behalten. Das ist alles nicht so einfach. Abwägen sozusagen, ja. Weil das Ding ist, man hat hier auch irgendwie keine Rate bei den Bändern. Also zumindest sehe ich hier keine Angaben. Die Anlagen, die haben ja eine Output-Geschwindigkeit, ja. Hier die Anlage hat 30 pro Minute. Aber ich weiß nicht, wie viel das Band halt transportiert. Ja, hier sieht man so ungefähr, was die Anlage pro Minute verarbeitet anscheinend. 90 pro Minute. Das ist schon eine ganze Menge eigentlich. Da müsste halt das Band, müsste halt mehr transportieren als diese 90 pro Minute dann jetzt. Scheint es ja auch zu tun, sonst würde es ja nicht voll. Aber wobei, man muss auch sagen, wir haben ja hier mehrere Bänder angeschlossen an einen Fusionator. Das kommt ja auch noch dazu. Man müsste das hier wahrscheinlich noch schneller machen können dann. Und das ist eben die Frage, ich kann momentan, das ist das, was ich eigentlich sagen will. Heute ist ein bisschen wortfindungsmäßig, ist es heute ein bisschen schwierig, sage ich ganz ehrlich. Wahrscheinlich so leicht schon hier Kopfprobleme. Genau, ich kann die schnelleren Förderbänder nämlich jetzt nicht freischalten. Den Upgrade hier auf Stufe 2 habe ich ja unten schon gemacht. Aber die nächste Stufe ist ja erst hier außerhalb der Demo. Und da bräuchten wir die, ich glaube, die Closed Beta. Und das haben wir ja noch nicht. Das heißt, da muss ich ja erstmal anklingeln. Aber genau, das wäre so das Ziel, dass wir da dann hinkommen. So, wir sehen, unsere Mikrochips sind jetzt am Start und hier wird auch fleißig produziert noch. Dauert natürlich auch ein bisschen, bis die Produktion durchgelaufen ist, aber wir sind schon ganz gut dabei. Stand bei Saatis, wie schnell das Band ist. Ja, genau, das stand bei Saatis dabei tatsächlich, ja. Da stand immer, ich glaube, 780 beim schnellsten Band oder so. Beim MK5 damals, ja. Damals, sagt er. Also Saatis hat ja jetzt auch, glaube ich, wieder ein neues Experimental-Update gekriegt für das Update 8. Da können wir demnächst auch mal wieder reingucken. Oder wenn ihr diese Episode hier auf YouTube seht, da habe ich wahrscheinlich schon längst wieder reingeguckt. Oder auch nicht, ihr werdet sehen. So, der Ding ist fertig hier. Ah ne, noch nicht, aber gleich. Jetzt ist er fertig. Der Repeater. Wir haben den Repeater. Der Repeater hat angefangen, seine Arbeit aufzunehmen. Und wird jetzt in regelmäßigen Abständen neue Signale auf der Mondoberfläche identifizieren. Na, das ist quasi dann für Expeditionen. Oh, guck mal, eine Sequenz. Wow. Oh mein Gott. Gucken wir mal, wie sieht's aus mit Forschung eigentlich? Was haben wir da eigentlich noch eingereiht? Den Oxygen Technology Generator haben wir eingereiht. Hier vorne fehlen noch Sachen. Increased Mining Speed. Ja, kann man eigentlich mal machen. Was soll der Geiz? Wir können eigentlich die letzten beiden Sachen auch noch einreihen. Dann haben wir den ganzen Forschungsbaum dann entsprechend abgehakt eigentlich. Und das ist ja eigentlich gar nicht verkehrt, nicht wahr? So, dann Starship Kont Starship. Ich sag schon Starship-Kontrakt. Starfish-Kontrakt sollen wir absolvieren. Ach ja, da brauchen wir diese Nanoröhren. Ja, da muss ich erstmal aufklären, wie ich die überhaupt bekomme. Moment, aktiv. Ja, da brauchen wir diese Nanoröhren. Ich meine, wir haben 60. Oder wir brauchen 60 und wir haben 15. Ja, da müssen wir, glaube ich, irgendwie gucken, wie wir die machen. Weiß ich jetzt nicht. Cargo Terminal. Ah ja, stimmt, das Cargo Terminal reparieren. Warte mal, wo war das eigentlich nochmal? Cargo Terminal, hier. Da brauchen wir, Gott, was ist das? Modular Terminals. Was soll das sein? Warte mal, hoch. Kann mir das überhaupt? Modular Terminals? Nee, haben wir nicht. Okay, wo sollen wir das denn herkriegen? Ich meine, gut, man könnte das kaufen, ne, natürlich, aber kann man das selber herstellen?
Ich glaube nicht. Im Assembler würde ich schätzen. Ah, im Assembler, guck mal, da kann man einiges machen. Im Assembler kann man auch. Okay, aber den kann ich nicht bauen wegen Demo, wa? Das muss eins von den Dingern sein. Oh, Mobile Drilling. Director, der Repeater hat ein ungewöhnliches Signal aufgefangen, das anscheinend von einer mobilen Boreinrichtung stammt, die von der Explosion getroffen wurde. Diese kolossale Maschine dient als selbsterhaltender Lunara-Regolith-Minenplattform. Sie ist schwierig und kostspielig, aber fördert in den ressourcereichen Gegenden sehr lukrative Dinge und ist gut fürs Geschäft. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass diese Gelegenheit uns nicht entgleitet. Wir müssen das untersuchen und uns sofort zu dieser Seite, also zu dem Ort begeben, genau. Dann machen wir das doch. Wir haben doch hier unseren Rowinski. Wo ist denn der eigentlich? Da oben. Okay, wo ist das jetzt? Ach du Schande, sind da viele. Das sind ja viele Dinger hier. Guckt euch das mal an. Broken Rover, Storage, Signal, Solarpanelfeld, Crashed Cargo Pod und Paid Lab. Okay. Warte mal, da müssen wir zum Mineral Extraction Complex. Müssen wir mit dem Scout Rover. Fahr da mal hin. Genau, er ist ja nicht weit weg davon. So, und jetzt müssen wir mal schauen. Wir brauchen also wie viel von diesen komischen Komponenten hier? Wir brauchen 5 von diesen Komponenten. Wie teuer sind denn die, wenn ich die im Handel kaufe? Die fehlenden Resis kannst du einkaufen, weil du bei der Demo sonst nicht weiterkommst. Damit kannst du Sachen bauen, die sonst nicht erreichbar wären, weil die Resis nicht selbst herstellbar wären. Okay. Ja, müssen wir aber dann so machen. Geht ja nicht anders, ne? Bei. Wir wollen kaufen. Wir wollen kaufen. Sie wollen kaufen. Wie teuer wird denn das, wenn wir hier 5 von den Dingern kaufen? 43.000. Wir haben jetzt aktuell 62. Ja, vielleicht sollte ich da lieber nochmal. Vielleicht nochmal. Wie sieht denn der Preis gerade aus? Der Preis ist halt auch gerade heiß, ne? Warte mal, mach das mal nochmal weg. Vielleicht lieber doch nochmal einen Kontrakt vorher machen. Könnte vielleicht ganz schlau sein. Warte mal, was haben wir denn hier? New Opportunities. Ja, diese blöden Stangen, da haben wir halt nicht genug. Da muss ich mal gucken, dass ich da mehr mache noch. Was können wir denn noch machen für einen Kontrakt? Das ist ein bisschen viel hier. Das dauert auch, glaube ich. Aber der hat keine Grenze. Hier wird man 20.000 kriegen. Hier wird man für 300 Aluminium 65.000 kriegen. Das ist natürlich gar nicht mal so schlecht eigentlich. Was haben die hier für seine. Oh, guck mal, die wollen Schlacke haben. Hier kriegen wir kein Geld. Guck mal, das ist auch interessant. Da muss man ja voll aufpassen, dass man hier nicht über den Tisch gezogen wird. Das ist ein bisschen viel Zeug immer noch für die Kürze der Zeit, in der man das verladen muss. Und Geld kriegt man auch nicht. Das ist schlecht. 100 Einheiten Silizium für 18.000 und 60 Forschung Orange und kein Limit. Ja, das ist doch gar nicht schlecht eigentlich. Ich meine, ja, ist jetzt nicht prall, aber kann man mal machen. Dann machen wir jetzt mal das. Send, das kann man jetzt mal schnell erledigen. Wir haben ja genug, oder? Ja, 200 Einheiten, das sollte doch gehen. Warte, mach das mal so. Das sollte doch gehen, würde ich jetzt mal behaupten. Wobei durch die Produktion der Mikrochips geht unsere Menge an Silikon schon ganz schön runter an Silizium, ne? Das ist schon ja nicht so ohne. Da müssen wir, glaube ich, mal demnächst eine zweite Quelle noch auftun. Hier sind auch die Anlagen ein bisschen unterversorgt damit. Da müssen wir mal schauen. Hier hinten ist ja noch eine. Da müsste man jetzt halt schauen. Wie gesagt, der hier ist halt schon ganz schön überfordert. Vielleicht sollten wir dann doch erstmal den Mining Speed, also den Raffinerie Speed nochmal erhöhen, dass wir da nochmal den Output schnell steigern können. Könnte schlau sein, weil hier die Quelle hat auch nur noch 3.100 Einheiten. Da müssen wir bald sowieso hier die hier hinten anschließen. Was war, wie viel ist das? 49. Okay, das ist etwas unreiner als das, was wir hier drüben haben. Das müssen wir auch mit einberechnen, tatsächlich. Ich glaube, es lohnt sich auch schon mal hier ein bisschen zu bohren. Dass wir hier schon mal hier die seltenen Erden auch rausholen. Lass das mal machen. Wenn du mehr Resis als 4000 Gewicht versenden willst, kannst du auch einen größeren Pot verwenden, falls du das nicht gesehen hast. Ah, wir haben den Kontrakt eh schon abgeschlossen, okay.
Einen größeren Pot kann ich verwenden, okay? Muss ich mal gucken, wo ich das einstellen kann. So, dann haben wir schon mal jetzt ein bisschen mehr Geld. Das ist schon mal gut. Wie sieht denn jetzt der Preis von den Komponenten da aus? Modular Terminals. Ist der immer noch so hoch? Ist immer noch so hoch, leider. Hohe Nachfrage. Na gut, dann gucken wir mal. Können wir noch einen Kontrakt erledigen, zufällig? Noch ein bisschen Geld verdienen hier. Wer hat denn hier noch was? Wer will denn noch was? Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Das sind alles so hochwertige Sachen hier, die die haben wollen. Das ist ein bisschen schwierig. Oder halt riesige Mengen von irgendwas. Aber hier, guck mal, da ist kein Datum gesetzt. Allerdings 1500 Einheiten muss man erstmal produziert kriegen. Das ist schon gar nicht so ohne. Die sind immer sehr schnell mit ihren Forderungen. Die haben immer wenig Zeit, in der man das verladen kann. Das ist immer ein bisschen schwierig. Da habe ich bisher nur einen Auftrag erledigt. Und das war auch relativ knapp. 30 Mikrochips ist aber gar nicht schlecht. In 15 Tagen ist ein bisschen sportlich, aber 700 Einheiten Zement da. In 40 Tagen allerdings. Ja, das wäre vielleicht eine Idee. Warte mal, ich guck mal ganz kurz, wie viel haben wir? Da, wir haben erst 347. Nee, das, glaub, das können wir tatsächlich knicken. Das ist zu viel, das kriegen wir in der Zeit nicht produziert. Da müsste man noch deutlich mehr Output haben, tatsächlich. Nee, dann verkaufen wir einfach mal jetzt so Sachen, würde ich sagen. Wir verkaufen einfach mal... Was haben wir denn ganz viel? Wir haben ganz viel Stahl, guck mal. Das verkaufen wir jetzt, das will eh irgendwie keiner haben, so richtig. Also das heißt, es wollen welche Stahl haben, aber zu viel und in zu kurzer Zeit. Dann verkaufen wir jetzt einfach mal 150 Einheiten Stahl. Ja, gibt halt nur 3000 Credits, ne? Ist halt ein bisschen wenig bei diesen Verkaufsdingern, außer... Ja, nee, der Preis ist gerade schlecht. Warte mal, das sollten wir nicht machen. Wo ist denn der Preis gerade gut? Beim Concrete ist der Preis gerade gut. Wenn wir da mal so 100 Einheiten raushauen, kriegen wir auch nur 3000, aber wenigstens zu einem relativ guten Preis. Dann hauen wir nicht den guten Stahl raus. Komm, das machen wir jetzt mal. Und Titan, ja, da haben wir nur 14 Einheiten, das ist ein bisschen wenig. Da müssen wir mal zusehen, aber ist eh gerade ein schlechter Preis. Aluminium ist auch schlechter Preis. Titanplatten noch schlechter, ach so Schande. Seltene Erden auch schlecht, aber haben wir hier gerade irgendwie... Oh, bei Mikrochips haben wir einen guten Preis, aber da haben wir auch nur 23 Einheiten. Komponenten haben, ja, so mit moderat guter Preis. Modulare Frames müsste man produzieren können. Oder Carbonfiber müsste man produzieren können. Ja gut, die haben ja auch gerade eigentlich schlechten Preis. Ja, ist schwierig. Ihr merkt schon, ne? Da muss man ganz schön gucken. Minus 1000 Transport. Ja, das kommt halt auch noch dazu, ich weiß. Also da sollte man dann vielleicht doch einfach schauen, dass man mehrere Sachen exportiert und nicht nur eine Sache, ne, eigentlich. Aber gut, es sind gerade irgendwie nur schlechte Preise am Start. Das macht es irgendwie nicht sehr attraktiv, muss ich sagen. Wichtig ist ja nur, dass wir uns jetzt hier mal dieses Upgrade leisten können, eigentlich. Dass wir mal die Raffinerie noch beschleunigen, das wäre vielleicht ganz gut. Strommäßig ist auch ganz schön krass gerade. Müssen wir auch ein bisschen aufpassen hier. Ich sag ja, dieser Turm zuzelt ganz schön Energie raus. So, was brauchen wir jetzt eigentlich für die Reparatur von diesem Mining, von dieser Mining-Location? Achso, warte. Ist er da? Achso, der kann da nicht hinfahren, weil er keine Energie hat. Ja, okay. Oh, da haben wir Geld gekriegt. 80.000 haben wir jetzt. Ja, ist jetzt die Frage, soll ich das Upgrade jetzt machen? Da bleibt auf jeden Fall nicht viel Geld übrig, ne? 70.000, da bleiben noch 10.000 übrig. Müssen wir jetzt immer aufpassen, wenn wir dann Geld ausgeben für irgendwas, ne? Ich mach das jetzt einfach. Desto schneller kriegen wir Material, was wir wieder verkaufen können. Da kann man ja sogar noch eine Stufe 3 machen, aber ich glaube, die Stufe 3 ist dann zu schnell, oder? So, jetzt müsste das eigentlich nochmal in einer deutlich größeren Menge die Sachen outputten. Eine zweite Reihe Batterien. Naja, so viel brauchen wir jetzt auch wieder nicht, ja. Aber wir müssen halt ein bisschen gucken, auch die Batterien, die brauchen ja auch Unterhalt, ne? Und das muss ja dann auch wieder von Ressourcen bezahlt werden, sozusagen. Und an dieser Stelle endet diese Folge The Crust. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Und abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu The Crust, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator Tag Spielware mit AE Spiele kaufen. Da wird es für euch nicht teurer, aber ihr könnt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis unterstützen. Das ist eine sehr coole Möglichkeit,
Möglichkeit, meinen Kanal zu unterstützen. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zur nächsten Folge. Bis dann, ciao, ciao.